Leute, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Battlefield Co-op. Wir spielen die Mission Hit and Run. Zusammen mit Markus. Servus Leute. Ich hab hier erst einmal gleich. Oh fuck, das ist dumm hier rumzugammeln. Ja. Yep. Verdammt dumm. Bist du tot? Nee, noch nicht, aber fast. Ich hatte hier eine Drehmine gelegt, was für intelligent. Ah, fuck, Alter. Die machen uns übelst down, ey. Das sind halt so viele. Das Problem bei der Mission ist, es sind extrem viele Gegner. Und auf Hard machen halt ein Gegner schon extrem viel Damage. Ja, das ist los. Ich denke, das hier entwickelt sich noch zu einem Problem. Das hier doch, das Claymore. Die war nicht schlecht. Was, die Claymore? Ja. Jo. Warum habe ich eigentlich noch eine Pistole dabei? Ich wechsle die Pistole jetzt mal. Auf MG oder so. Oh nein, Dao. Junge, Dao. Ja, Mann. Wo hockt der? Wo hockt der? Ah ne, die schießen ja wieder durch die Fenster. Boah, leck. Shotgun for the win. Was ist das? Oh, Nate hinter mir. Uah. Alter, wie viel? Lauf. Ich muss den Nates Shotgunnen. Oh, hinter uns. Ja, das sind die Sniper. Ja, fuck, ich bin fast tot. Jawohl. Muni holen. Hab ich. Gut. Ah ne, jetzt kommt der Scheiß. Ja, jetzt kommt der Scheiß noch mehr, genau. Oh fuck, ich bin fast tot. Ja, das sind voll viele. Ah fuck. Nein, der ist gestorben. Gut, einen habe ich. Oh, schon einen. Ja. Ich sehe aber auch keine mehr. Ich krieg die ganze Zeit Schüsse, sehe aber keine von hier oben. Ich glaube, ich stehe hier schlecht. Ich gehe mal wieder woanders hin. Ich glaube, hier drin waren immer noch welche, ne? Ja, Shotgun, bam, weg. Shotgun, bam, weg. Jawohl. Alter. Gut, die hier oben haben wir auch alle. Was machen wir? Ah ja, du weißt ja. Was oder weiß ich? Wir müssen hier doch Claymores und so legen, die kommen ja alle. Ja. Ich hab keine, oder? Das sind Claymores. Ja, glaube ich. Wir haben Claymores, glaube ich. Schließe dich deinem Teamkameraden an. Ja, nein, wir öffnen die Tür nicht. Wir legen erst Claymore. Claymores legen, genau. Hier liegt auch der. Fuck, die kommen schon. Komm wieder zurück. Oh, ich lege nichts, Alter. Ja, die haben Flashbangs geworfen, die Pisser. Alter. Jetzt weißt du, warum ich hinter den Tischen lieg. Boah, ich bin down. What? Ich auch. Boah, leck. Ich hab in den Tischen, hab mich durch die Tische weggeballert. Ja, und ich hab halt gemeint, so, ich spring jetzt hoch, Shotgun, und auf einmal, zzzz, und ich bin umgefallen. Ja, okay, erstmal Fail hier. Ja, gleich zweiter Versuch hier, Hit and Run. Mann. Auf Hard, allerdings. Ja, wie immer halt. Ja, wir schon bei. Ist hier eine ganz harte Jungs, ist der ja. Harte Lappen. Aber ganz harte Lappen. Tiefgefroren. Ich leg meine wieder hier. Ich leg meine wieder dahin. Okay, los geht's noch. Boah, die Flash, die hat mich erwischt. Mich auch. Bisschen. Oh fuck. Der läuft nicht in die Claymore, der bleibt da einfach stehen und ich bin tot. Echt jetzt? Ich hab alle. Die sind in die Claymore gerannt. Die sind nicht reingelaufen, die sind alle daneben stehen geblieben und die Claymore ist nicht explodiert. Nate. Granate! Ach, what? Okay, ich sieh gut aus, Mann. Gehen wir. Warum bleiben die neben der Claymore stehen? Seit wann ist die CPU so intelligent? Hart. Haben die da oben weggeräumt?
Lass sie durchlaufen, ne? Oder haben sie die, ja, die Claimer zerstört, die Wichser? Hab sie. Hab gleich beide weggeholt. Naja, das nochmal drei. Ja, hab den dritten. Und da hinten noch mal zwei. Hab den nächsten. Hab wieder einen. Und da hinten hockt noch einer links. Ist auch noch eine Taschenlampe. Ja. Zwei hocken noch links. Auch Sniper. So, hab sie, glaube ich, beide. Du weißt Sniper? Ja, ich weiß Sniper. Nate hinter mir. Noch eine Nate hinter mir. Diesmal habe ich eine andere Shotgun, nur eine 7-schüssige. Ich denke mal, die haut mehr rein. Sogar mit Techlight. Tschüss. Und die hat Magazin, das heißt, ich muss nicht einzeln nachladen, sondern kann gleich Massennachladung machen. Oh fuck, oh fuck. Boah, jetzt hätten mich fast die Sniper noch gerissen. Scheiße. Nee, losrennen ist hier keine gute Idee. Einfach reinrennen ist tot. Ach nee. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt einfach in das Haus darüber renne und da alle Shotgun, aber bis ich da drüben bin, wäre ich wahrscheinlich tot. Oh fuck, da hockt ja noch einer an der Ecke. Da war er. Da unten hockt direkt einer an der Ecke, der hockt voll mies. Jetzt habe ich ihn. Ich bin unten. Oh fuck. Ganz da oben irgendwo. Da, ich sehe. Ich auch, ich hab ihn. Gut. Aber ich bin wieder fast tot. Zwei Stück hocken hier drinnen, das weiß ich. Zumindest weiß ich, hier sitzt zwei drinnen. Boah, Shotgun Typ. Die hockt da oben, die Pisse. So. Dezimiert. Was war denn der scheiß Alarm jetzt? Ach, Claymore liegen gleich. Ja, ich hab keine, das ist das Problem und ich war... doch, ich hab eine! Eine, sag ich doch. Und wo leg ich die? Die kommen hier runter irgendwo, hier durch das Glasdach kommen sie, da wo ich stehe. Das heißt, ich baue hier die Claymore hin und sobald die hier den Boden berühren, fliegen sie alle in die Luft. Warte, geh noch nicht zu mir hin, ne? Geh noch nicht dahin, weil Claymore liegen. Ja, genau, wir wechseln das einfach immer ab. Sag ich doch. Da auch. Achso, hier, wenn ich hinlaufe, habe ich gleich wieder, okay. Das hast du gleich wieder. Okay, dann da rechts noch eine Klemme und sagt, das nennt man Taktik, was wir hier machen. Verhindern, dass die nächsten Gegner kommen. Das ist nicht Weichei-Modus oder so, das ist Taktik. Soll ich kommen, oder? Nicht, ich werde Klemme. Ja, einfach nur nehmen die Ver- Ach, du kannst, glaube ich, nur zwei legen, ja. Du kannst nur zwei legen. Scheiße. Okay, dann los geht's. Ja, mehr. Mach jetzt auf. Okay, bitch. So, los. Oh. Da waren die Flashbangs, die uns nicht treffen. Und jetzt kommen unsere Claymores ins Spiel. Und eine von meinen hat gleich drei Stück weggefetzt. Und fuck, die ballern mich durch die Tische ab. Alter, scheiße, da hinten. Boah. Bitte. Ich hab geheadshotet ein paar. Ja, ja, bleib du da, ich mach hier. Bleib du erstmal sicher, weil sonst fragst du davon, ist sofort, weil das ein Shotgun töten. Aber jetzt habe ich gleich den ganzen Gang leer, es sind nur noch drei Leute drin, aber ich bin gleich tot. Ich bin auf Seite gelaufen. Fuck, da links hocken auch noch welche, gleich bin ich echt tot. Jetzt habe ich wieder Leben, gut, jetzt kann ich wieder schießen. Oh fuck, ich bin schon wieder getroffen, bin schon wieder fast tot. Ich geh jetzt mal hier Deckung. Alles tot. What? Oh geil, wir haben ja Tech Lights. Die andere Tür, Bewegung! Oh man, ich muss wieder da unten hin. Die da unten hin, wa? Ja, geht das mal immer. Lässt sich schwer. Ja, am besten gehe ich gleich wieder hoch zu dir, ne? Ja, kannst du machen, ja. Aber da ballern halt alle auf uns, ne? So ballern auch alle auf uns. Ja, weil dann können die anderen töten auch, siehst du das?
Da hüpft bei mir immer gleich einer direkt vor der Tür vorbei, das ist übel mies. Jetzt habe ich erst eine Waffe dabei, eine Schotti. Gut. Oh fuck, Alter. Wie hart ist das hier, ey? Alter, die sind so hart, ne? Dann geh nochmal in Deckung, geh nochmal aus der Tür raus. Wenn du draußen bist, kannst du dir doch nichts. Alter. Die Leute von oben ballern mich ab, Mann. Oh fuck, vor mir stand einer mit der Shotgun. Boah, fuck. Ich bin so schlau und bin noch nicht in dieses Haus rein. Ich stehe immer noch in meiner Tür. Ich gehe nicht in diesen Raum rein. Oh, du bist down. Ja, ich doch. Ich gehe zur Tür. Komm schon, geh die Treppe halt hoch. Ich bin bei der Tür, ich bin hier. Treppe hoch. Der geht nicht die Treppe hoch, das ist Spaß. Geht hier. Ich habe hier gute Deckung. Was? Ja, Alter. Ich habe hier saugute Deckung. Schau hier, du kannst du nicht getroffen werden, weil hier der Treppenvorsprung ist. Wenn du dich hier hinlegst, bei mir, da am Fenster hockt einer, ich glaube, den habe ich. Alter, wie viele da unten noch gewesen wären. Nate Storm. Ja, ich habe okay. Ich habe einen geholt. Ich habe auch einen geholt. Boah, wieder welche Versteckung. Oh, ich habe keine Muni mehr, Alter. Da vorne liegt eine Munibox am Ende des Gangs, wo du gerade drin bist. Ganz links, da vorne. Und vor allem hier liegen Waffen. Hebt doch die Waffen auf, statt einer Pistole. Piste vergangen. Voll genau. Aber ich finde eine Shotty geiler, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, wenn viele Gegner halt da sind. Oder die PDWR macht halt auch extrem viel Schaden. Boah, wie er weiß. Alter, what the fuck. War das alle? Ich glaube. Ja, auf jeden Fall sehe ich's. Ich höre rechts noch Stimmen. Aber wir haben es jetzt gleich, wir sind schon bei der Garage. Hier waren wieder welche links, ne, glaube ich. Irgendwo hier waren noch welche. Ja. Oh, ich wurde gemessert, geil. Alter, was hab ich mit... Leute, ich hab die große Waffe. Was? Große Waffe, ja. Ja, das geht doch hier doch. Okay, das sind wir hier. What? Wie viele? Das sind so viele. Ich sag doch, hier war irgendwas. Ich wusste, hier war irgendwas. Ich hab sie gehört. Geht da hinten hin. Ich hab welche erwischt, okay. Mit der Waffe kannst du halt einfach nur reinspammen. Die trifft was und tötet auch noch meistens. Das ist ja das Geile bei der Shotty hier. Viele noch gammeln, ey. Da hinterm Tisch hockt noch einer. Ich glaube, jetzt ist er auch tot. Ja, unzerstörbares Glasband. Besser geht's nicht kaputt. Was ist das für ein komisches Glas in dem Büro? Ich öffne. Das ist schlaufer. Ich will hier nicht rein. Ist zu dunkel und hier scheint Rust rum. Das gefällt mir nicht. Munitionskiste ist gut. Die gefällt mir. Oh. Okay, Shotgun ist ready. Sollte sich nicht vor mich stellen, wenn die Shotgun schießt. Oh. Die hat's gerade auseinandergenommen. Das Auto explodiert. Komm jetzt, dass ihr den Rest wegräumt. Gefällt mir nicht. Schick mir ab. Warum ist hier eine Munitionskiste? Weil da eine Tür ist. Okay, ich bleib hier oben. Was, ich muss bis ganz nach unten mit. Jetzt kannst du öffnen.
Ich wusste, dass ich hier oben bleibe. Ich wusste es. Okay. Los geht's. Aber kannst du fahren? Jo, ich kann fahren. Geile Mucke auf jeden Fall. What the fuck, RPG? Schießt du? Ich sehe dich, so viel Rauch, Alter. Einfach. RPG, what? Aber geile Mucke. Hat er gesagt. Aber hier explodiert alles, das ist weniger geil. RPG ist überall. Ich kann nicht nach links, warum auch immer, das ist der unsichtbare Wand. Achso, weil jetzt da ein Punkt ist, steig aus. Achso. Einfach rausfahren. Warum steht dann bei dem Steckpunkt steig aus, wenn wir rausfahren müssen? Keine Ahnung. Gut. Das hätte dann die ganze Sache hier erledigt. Wir haben die Mission dann auch schon im zweiten Versuch geschafft. Läuft. Läuft bei uns. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei der Sniper-Mission. Servus. Servus.